Plätze fertig, los. Ich bin wieder da, es geht wieder los. Und liebe Kinder, geht fein nach. Ich hab euch etwas mitgebracht. Er ist eine richtig coole Socke. Daniel Wirz, 40, aus Frankfurt. Ja, bin Kanzler! Lange galt er als Geheimtipp, bis letztes Jahr die TV-Show Sing meinen Song, das Tauschkonzert kam. Was mein Name, guten Tag. Plötzlich interessiert sich das Mainstream-Publikum für ihn und ist begeistert. Es folgt die Bambi-Auszeichnung in der Kategorie Musik National. Daniel Wirz, der Rebell. Früher, wie er selbst sagt, ziemlich assi. Heute Sympathieträger. Vormittag treffen wir Daniel Wirz zum Talk. Im Linzer Posthof, wo er die letzten Stunden vor dem Konzert verbringt. Und natürlich fragen wir nach Sing meinen Song, das Tauschkonzert. Ob ihn die Show auch musikalisch inspiriert hat. Nee, also eine Menge Freundschaft und tolle Erinnerungen und Sachen im Herzen mitgenommen. Aber jetzt musikalisch ist, glaube ich, auch jeder, der dabei war, auch so in seiner Form gestanden. Es ist ja nicht so, dass ich vorher noch nie Kontakt mit anderen Musikern hatte. Ja, also ich sitze ja zu Hause auch nicht in so einer kleinen Alternative-Rock-Glocke und gucke nicht, was so sonst wo auf der Welt passiert. Hier ist der Tellerrand, ne? Genau. Also das meiste, also ganz tolle Erinnerungen und eine Menge guter Leute im Herzen. Und das ist wirklich also schöne Freundschaften, die auch heute noch da sind und die, glaube ich, auch nicht mehr, die uns keiner halt mehr nehmen kann, ja. Christel Stürmer war ja auch mit dabei. Sie wird jetzt Mama, weißt du das schon? Ich habe schon gratuliert, aber sie ist leider, ich habe sie natürlich direkt angerufen, als es morgens in Hallo Deutschland wurde es dann berichtet. Und dementsprechend wusste ich aber auch schon, als sie nicht rangeht, dass wahrscheinlich jede Sau sie jetzt anrufen wird. Aber ich kann es hier mal sagen, also herzlichen Glückwunsch. Ja. Also ich glaube, gestern habe ich noch einen Post in unserer WhatsApp-Gruppe gesehen, dass sie mit den Prinzen ein Duett gesungen hat. Und Andrea schrieb dann ganz lieber, das ist kein Duett, das ist eher ein Trio. Ja. Also von daher, nee, da sind natürlich alle hoch informiert und gratulieren. Und ja, ich bin gespannt. Ja. Also, hast du irgendwelche Tipps für sie? Bist du ja selbst Papa? Ja, du, also da müsste ich höchstens die Mutter mal mit ihr connecten. Ne? Ich könnte dann eher dem Vater mal ein paar gute Tipps geben. Dass ich hab keine Angst vor Tränen, soll sie doch kommen. Es ist ein Wunder, was die Hormone bei einem Menschen anstellen können. Und das wird auf jeden Fall eine extrem interessante Zeit für dich, Oliver. Ja, also alleine der Griff zur Fernbedienung kann Erdbeben der Richter auf der Richterskala von 7 auslösen. Ja, also das ist, aber in der nächsten Sekunde ist auch alles wieder in Ordnung und man wird wieder geliebt. Was hat sich bei dir geändert durch deinen Sohn? Das ganze Leben wahrscheinlich. Also das Schönste, was es mir natürlich gegeben hat, neben den ganzen schlaflosen Nächten, ist natürlich diese innere Ruhe, die man auf einmal verspürt, weil es einfach, es ordnet sich alles neu im Leben. Es ist alles, was früher an der 1 war, steht heute dahinter. So zwischen Pampers wechseln ist und dann irgendwie 20 Interviews hat und dann immer dazwischen mal für 3 Minuten das Kind auf dem Arm, dann macht man eigentlich geilere Interviews, als wenn man da wie früher gesessen hätte und man wartet, dass jetzt der Nächste angerufen wird und weil man einfach so anders im Leben ist und ja, das ist so. Also mir hilft es total. Gibt es etwas, wo du sagst, das ist dir ganz wichtig, das möchtest du ihm fürs Leben mitgeben? Na klar, gibt es natürlich auch im Hause Wirz eine ganz strenge Erziehung, also was auch Essmanieren und so ein Kram angeht und mit Zeugs wegräumen. Also da bin ich dann schon irgendwie kontrovers zu den bunten Armen, das glaubt man nicht, ja, aber ich glaube, alles so, was er so macht und wo man so sieht, er hat eine ganz tolle Fantasie schon, indem er halt irgendwas irgendwo liegen sieht und dann ist das halt für ihn gerade ein Auto und sowas muss man einfach gedeihen lassen und nicht sagen, nee, das ist ein Blatt. Also von daher, der kann machen, was er will, solange er sich nicht daneben benimmt. Geht das alles in Ordnung mit mir? Du hast den bunten Arm von dir angesprochen. Du hast viele Tattoos. Gibt es eins, das du bereust? Oder gibt es eins, wo du sagst, das ist mein Lieblingstattoo? Nee, das nicht. Also das, am Ende ist es ja eher so, dass man guckt, wenn das Auto auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dann macht man mal einen neuen Lack drauf und dann sieht es besser aus. Und nee, also ich bereue nichts. Aber es gibt jetzt auch keins, was ich so hervorhebe. Wenn es nach mir ginge, wäre es schon viel, viel voller. Aber das ist natürlich immer die guten Leute, ist ähnlich wie bei anderen guten Leuten. Ja. Die haben wenig Zeit, dann muss man gucken, dann hat man selber keine Zeit. Und so gehen dann die Jahre ins Land und man wird nicht bunter. Ja. Aber
wenn hier in Österreich bei der nächsten Tour einer Bock hat, die 3 Tage mitzufahren und jetzt, während wir im Bus sitzen, im Bus gerade Linien zeichnen kann, dann ist er hiermit herzlich eingeladen. Ja? Melde dich einfach bei info@würzmusik und fahre nächstes Mal einfach mit und dann steige ich wenigstens in Deutschland ein bisschen bunter aus. In welchen Momenten bist du so richtig glücklich? Was macht dich glücklich? Oh, das sind eigentlich so die kleinsten Dinge im Leben, die mich so enorm glücklich machen. Also mittlerweile ist es... Also ein gesunder Tag mit einem guten Essen und ein Glas Wein, da kann man schon nicht viel falsch machen. Ja, das ist, beim Musizieren und es gibt so ein paar Sachen, es sind eigentlich Kleinigkeiten, die mich enorm glücklich machen. Die kleinen Dinge des Lebens, die nicht unbedingt auch was kosten, ne? Die man also auch fürs Geld leider auch nicht kriegt, ja. Das ist natürlich auf der anderen Seite, wenn man... Traurigerweise ist ja so, wenn man größer denkt oder größer schaut und sich anguckt, was um uns hier in der Welt los ist, dann kommt man ja eigentlich nur mies drauf. Also von daher bin ich jemand, der sich dann irgendwie wieder, nachdem er die Nachrichten geguckt oder gelesen hat, sich dann wieder an einem Lächeln des Kindes dann irgendwie wieder aus der Stimmung nach oben zieht. Ich schreie's aus mir raus, ich schreie es in mich rein, was noch nicht gut ist, kann. Bist du in irgendeiner Form noch ein Rebell oder ist das Thema abgehakt? Ich glaube, entweder ist man jemand, der so ist oder man war es nie. Ne? Meine Eltern würden sagen, ja, totaler Rebell. Ich würde das irgendwie, für mich ist das halt normal gewesen. Das ist, aber ich glaube, das werde ich nicht ablegen, beziehungsweise ich sehe es ja jetzt auch an meiner Brut. Da ist ja eine ganz kleine Kopie meiner selbst und mein Vater, als er hörte, dass ich einen Jungen kriege, der hat sich dann natürlich auch direkt totgeladen und meinte, Gott sei Dank, ja. Und jetzt kriegst du alles zurück. Das könnte ich mir halt einfach mal angucken, was da los gewesen ist. Ja. Und von daher wird das jetzt sehr, sehr spannend. Aber der ist jetzt schon so, wo ich denke, also da muss man jetzt schon stramme Zügel haben. Wenn er die und die Sache macht, kannst du nicht sagen, High Five, fand ich Oberfett. Also da muss man einfach auch sagen, nee, das macht man nicht jetzt. Ja. Und, aber innerlich erzeugt es dann eher ein Schmunzeln. Es war so ein schöner Punkt jetzt zum Schluss, dass ich sagen würde, herzlichen Dank. Ich danke euch. War wundervoll, mit dir zu plaudern. Könnt noch eine Stunde reden, aber irgendwann muss ich dich ja auch wieder entlassen. Ich danke euch. Auf hoffentlich bald. Liebe Leute, hoch die Tassen, auf unser Wiedersehen.